Happy Birthday, dear Lentus. Für mich hat das Lentus-Museum eine gewisse Bedeutung, weil es das erste Museum war, das mich nach Jahrzehnten in Österreich meine Arbeiten gezeigt hat. Und es war irgendwie für mich interessant, dass es nicht in Wien stattgefunden hat, sondern in Linz. Das war ein guter Anfang eigentlich. Und es war eine der besten Zusammenarbeiten, die ich jemals mit irgendeinem Museumsstaff gehabt habe. Was mir an dem Museum besonders gut gefällt, ist das Programm und der Museumsbau. Also für mich ist es eine der besten Museumsarchitekturen, die ich kenne, weil es wirklich zeitgenössisch ist und obwohl es relativ massiv ist, wirkt es vollkommen transparent und unglaublich leicht. Und es ist vor allem so intelligent konzipiert, dass es sich einfach für jede Art der ästhetischen Präsentation eignet. Es gibt also ungeheuer viele Museumsbauten im Moment, die überhaupt nicht funktionieren und schwachsinnig konzipiert sind, die also nur dem Ego irgendeines Architekten dienen. Und das war bei diesem Museum ist es nicht der Fall. Das Museum ist eine Ästhetik, die verhalten ist und wo man merkt, dass der Architekt sich zurückgenommen hat, ja, und dass es einer Funktion dient. Ja. Und ich finde sowohl das Programm gut, ich finde es mutig, verwegen und für Österreich ganz wichtig. Es ist ein ganz wichtiges Museum, auch für Europa. Und es ist für mich auch ein wichtiger Punkt in meiner Biografie, eben, dass ich dort das erste Mal nach meiner langen Diaspora-Zeit in Linz wieder begonnen habe, in Österreich meine Arbeiten zu zeigen.